Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video des Mini-Cup-Turniers. Little Cup. Ich finde, Little Cup hört sich besser an. Definitiv. Wir haben drei bestrittene Kämpfe gemacht und drei Siege geholt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wird sich das jetzt fortsetzen oder wird die Siegserie jetzt gegen diesen Japaner reißen? Das und vieles mehr sehen Sie in der nächsten Folge von... Warte, was? Was? Okay. Was könnte... Er könnte mit Hippopotas anfangen. Okay. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wobei, das wäre eigentlich die Möglichkeit. Okay, ich beginne mit Ammonitas. Ich nehme Klick mit. Und ich nehme mit... Traunvogel? Mediti? Mediti ist mein Allrounder. Mediti muss mitkommen. So, und damit ich mich jetzt auch nicht den Mund fusselig quassel und dann plötzlich hier vollkommen dehydriert auf den Boden knall oder so. Habe ich mir auch was zu trinken geholt. Wird meine engelsgleiche Stimme auch schön weiter, engelsgleich ist. Okay. Puh, okay, Japaner. Ich hab echt... Also manche Leute könnten jetzt meinen, wenn sie so Videos von mir gucken, dass ich echt voll was gegen Ausländer habe. Aber ey, Japaner sind echt so die Pokémon, wo... Sind echt so die Pokémon, ja. Okay. So, Flamly. Wie sieht's damit aus? Kannst du einem Hausbruch standhalten? Die Frage ist, was kann Flamly? Flamly kann keine Kampfattacke. Oder? Kann Flamly Kampfattacken? Flamly kann Flammenwurf. Entschuldigung. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das macht ja gar nichts. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. So, Schlowkraut. Und Temposchub. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist schneller? Du oder ich? So, jetzt mache ich mal Siedewasser. Ich hatte jetzt echt gedacht, der fängt mit Hippopotas an. Weil Hippopotas... wie heißt es? Sandsturm. Als Fähigkeit. Aber das mit Schutzschild, das war jetzt echt nicht nötig. Ich weiß nicht, was du jetzt damit bezwecken willst. Okay, du bist jetzt schneller. Aber... Ah! Ach so, Staffette. Was schickst du rein? Tangela? Schickt halt Tangela rein, weißt du? Jetzt ist natürlich die Sache... Tangela? Ist jetzt nicht so mein Lieblingsgegner. Und jetzt erst recht nicht, wenn es schneller ist. Ich weiß jetzt nicht. Ich kenne jetzt die Base-Initiative von einem Tangela nicht, aber ich habe so die leise Befürchtung, dass es dann doch schneller ist als ich. Und das wäre jetzt nicht so toll. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie viel der Blättersturm an Schaden gemacht hat. Also das finde ich jetzt nicht mehr so schön. So, wir werden jetzt sofort mal den nächsten Gang schalten. Oh, es macht Synthese. Echt jetzt? Du machst Synthese? Aber keine Sorge, Tangela. Wir werden nicht nur in den zweiten Gang schalten. Nein, wir schalten jetzt sogar in den dritten Gang.
Okay. Das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Los, klick Diskus. Wird halt ab. Oh! Mann! Warum? Los! Mach doch was! Bitte klick! Es wird wieder ab! Mann! Das kann nicht sein! Ey! Komm schon! Klick! Oh mein Gott, es trifft! Danke! Wow! Das Ding hat... Okay... Okay! Das hat einen Beulenhelm. Jetzt nicht so toll. So, Mediti. Ich weiß natürlich nicht, wirst du einem Abschlag standhalten? Oh, du wirst einem Abschlag standhalten, okay. Reicht der Eispunch? Nein, er reicht nicht. Ah, ärgerlich. Aber gut, okay. Wir machen nochmal Eishieb, komm. Jetzt hätte ich echt ein Pokémon mit Abschlag dabei haben müssen. Tangela? Ey, das ist echt nicht mehr schön, was du hier machst. Warum kann ich dieses Tangela nicht einfrieren? Ey, das ist eine ganz miese Taktik. Ach so. Ach, jetzt rufen wir zurück. Ach so. Du bist ja vielleicht witzig. Und Ableithieb. So, jetzt hole ich mir mal ein paar KP zurück. Das kann ja nicht angehen. So, danke. Aber ich bin... Wow, ich hab gerade gesehen, dass ich schneller bin als ein Flamly. Okay, Evoli. Okay. Wow, Anpassung. Alter! Junge! Anpassung, Risikotackle. Ach du Scheiße. Okay. Ammonitas hat das Schlohkraut verbraucht. Ja. Aber Ammonitas muss jetzt einen Ausbruch machen. Es vergräbt sich. Aber es wird nicht... jetzt ist die Frage. Werde ich das überleben? Komm schon. Ammonitas, wenn du das schaffst, dann bist du der King. Was ist, wenn ich Erdkräfte mache? Wirkt das? Es wirkt nicht. Wisst ihr? Erdbeben wirkt. Erdkräfte nicht. Ja gut, okay. Hab den Kampf verloren. Aber auch nur wegen diesem Tangela. Schade. Schade. Aber es musste kommen. Hätte mich auch gewundert, wenn ich jetzt plötzlich jeden Kampf gewinne. Eigentlich wollte ich den Kampf gar nicht speichern. Ah gut, okay. Speichere ich ihn halt. Ich möchte weiterkämpfen. Denn heute gibt's wieder 4 Kämpfe. Also letztes Mal 3, jetzt wieder 4, danach gibt's wieder 3. Und immer so weiter. Misaki aus Wien. Okay. Auch wieder ein nettes Team. Dass das Tangela einen Beulenhelm trug, das war jetzt echt mies. Ich hätte das Tangela so besiegen können.
Aber ich wundere mich, warum Erdkräfte nicht wirkt. Ist die Erdbeben wirkt. Erdkräfte nicht. Irgendwie ein bisschen unlogisch, aber ey. Ach, guck mal. Guck mal einer an. Da hat jemand ein Medi-Tee dabei. Ja, da denke ich jetzt mal nicht Ammonitas, sondern Traumvogel könnte mitkommen. So. Ja, das ist, denke ich, eine ganz gute Wahl. Dann nehme ich noch mit Klick. Ey, Klick ist bis jetzt die größte Enttäuschung. 4-mal Gangwechsel in den Turnier eingesetzt und 4-mal, nee, 3-mal nicht getroffen. Ey, unglaublich. Griffel, Ammonitas, Mediti, Iskala, komm. Auch wenn Iskala jetzt wahrscheinlich nicht die perfekte Wahl war. Wahrscheinlich nicht. Aber ich musste mich jetzt schnell entscheiden. Oh. Ah, die kommt schon mit Onix, okay. So, ich mache jetzt direkt mal Ränkeschmied. Ich weiß nicht, was dieses Onix plant. Ist Onix schneller? Onix ist nicht schneller, okay. Heißt, ich kann schon mal nicht zurückschrecken. Ach, jetzt verhöhnst du mich. Ist ja nett. So, hier. Ist das Onix. Dieses Grinsen von Traumvogel. Richtig cool. So von wegen, pass auf, heute Nacht werde ich dich nämlich umbringen. Ach so, es hat Robustheit. Warum wundert mich das nicht? Was? Beerensaft. Ey. Das machen wir jetzt mal anders. Ach, ich kann... Natürlich kann ich Leitteile aufgrund von Verhöhner nicht einsetzen. Toll. Robustheit wirkt. Was ich jetzt aber nicht toll finde, ist, dass jetzt der nächste Felswurf kommt. Komm schon, das geht daneben. Es trifft halt einfach. Es trifft halt einfach. Und es ist ein... Ach, es war kein Crit. Ach so, vorher 4 KP abziehen und dann auf einmal... okay, ist okay. Vollkommen in Ordnung. Hier, leg dich mal bitte mit meiner Qualle an. Iskala, Kraftkoloss. Wow. Wow, bleib mal locker. Ich hab vorher nie gewusst, dass Onix richtig schnell ist, weil ich denke, oh gut, das ist eine riesen Steinschlange. Sichlor, das habe ich mir schon fast gedacht. Weil Sichlor kann Kehrtwende, oh, kann Käferbiss, Mensch. Vierfach Schwäche, tja, Iskala, das war wohl nix. Naja, wenigstens das Onix besiegt, haha, Mensch. Jetzt liegt alles an Klick. Oh mein Gott. Wer weiß, vielleicht... Wow. Das war ein Volltreffer. Weißt du, und dann ist das auch noch ein Volltreffer. Ey. Krass. So, komm schon. Bist du jetzt schneller? Es ist nicht schneller. Es ist nicht schnell. Oh. Ein KP überlebt. Ein Krieg-Diskus trifft. Sehr schön. Da.
Leute, ich stehe kurz, so ganz, ganz kurz davor, dieses Klick auf den nächsten Schrottplatz zu bringen. Ey, es kann nicht sein, dass es die Hälfte abzieht. Die Hälfte. Und plötzlich, wo ich diesen entscheidenden Schlag machen will, klickt dann denkt, nö, ich bin jetzt einfach mal schwächer und tja. Okay, reiß jetzt meine Serie jetzt ruhig nach unten. 3 Siege, 2 Niederlagen. Hier, seht ihr es nochmal. Schwarz auf blau. Hier nochmal. Oh Mann. Earth Color of, ja, Japan, Hiroshima. Perlu. Oh Gott, ich nehme jetzt Mediteam mit. Klick bleibt jetzt erstmal draußen. Klick, du kommst jetzt erstmal auf die stille Treppe. Du hast mich enttäuscht. Wobei, ich setze nicht Mediti ein, ich setze Griffel ein. Wobei, nee. Nein. Zurück. Ich nehme Mediti. Ich nehme Mediti nach vorne. So, okay. Weil so könnte ich nämlich eine Robustheit von Onyx und Magnetilo schon mal mit Fake Out entgegenwirken. Aber ey. Klick. Also, wenn ihr jetzt nicht irgendwie es mal langsam Klick macht, dann sehe ich. Okay. Wir haben die gleiche Ausgangslage wie gerade. Mensch. Scheiße. Ich hab jetzt echt gedacht, okay, okay, gut. Ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt Mediti vorne, aber okay. Wir werden das gleich jetzt nochmal machen. Okay, es macht Tarnsteine. Aha. Okay. Tarnsteine in einem 3 gegen 3 Kampf. Es kann jetzt genauso gut sein, dass ich jetzt durchsweepe. Ah, warum auch? Stimmt. Kommt jetzt ein Bärensaft? Echt jetzt? Really? Hier! Ach ja, der Bärensaft! Na, what? Hier, komm. Friss jetzt Mogelhieb ab. Choice Band Mogelhieb. Auch wenn das wahrscheinlich nicht nötig war. Na, auch wenn das echt nicht nötig war. Ich hätte jetzt auch genauso gut Rückkehr machen können, wäre jetzt besser dran gewesen. Nein! Oh Mann! Tja, jetzt muss ich ein Pokémon opfern. Und so wie es aussieht, Traumfugil. Tja. Trifft's leider dich. Wie ich jetzt scheiße gespielt habe. Oh Mann! Tarnsteine treffen und aua. Das ist doch nicht schön. Und du hast ein Leben, Orb. Okay. I'll see you, Big Dog. So, Griffel. Dann zeig mal, ob du schneller bist. Ah, bist du schneller? Na, bist du? Es wird zurückgerufen. Jetzt komm, Stahl-Pokémon. Kognodon. Ist jetzt auch nicht so gerade das Wahre. Aber Kognodon ist eigentlich langsamer als ich. Deswegen ist jetzt so ein. Es ist jetzt eigentlich kein Problem für mich. Behaupte ich mal. Außer es ist jetzt gescarft. Aber sonst? Nee, eigentlich nicht. Ah!
Was? Was? Junge, das Ding ist schneller als ich gewesen. Und ich habe volles Initiative-Investment. Gut, ich habe kein frohes Wesen, aber ey! Guck nur dran! Immer mit der Ruhe! Immer mit der Ruhe! Was geht da? Ey, was in diesen drei Kämpfen bisher ging, da ging nichts mehr. Alter. Plötzlich drehen die voll auf. Okay, jetzt ein Bullet Punch. Ist ein Bullet Punch jetzt... reicht das? Macht das jetzt Fake Out? Nee. Es reicht nicht. Es kann nicht sein. Wieso? Wieso? Ich verliere aber, ne? Warum? Gewonnen, verloren. Du hast überhaupt nicht gewonnen. Wenn du hast ein Unentschieden. Ey. Jedes Mal ein KP. Ob ich es jetzt mit Klickdiskus mache, ob ich es jetzt mit Patronenhieb mache, ein KP. Es geht doch nicht. Verdammt. Oh mein Gott, ey. King Fear aus Georgia. Little Cup Battle. Ah. Hast ja ein paar schöne Pokémon dabei. Okay, diesmal nehme ich aber Mediti am Anfang. So. Ich nehme jetzt auch nochmal Klick mit. Naja. Gut, Klick war jetzt bisher nicht so der Brüller, aber gut, ich bin ein Mensch, der Leuten, in dem Fall Pokémon, immer noch mal eine zweite Chance gibt. Und warum nicht? So, und dann nehme ich noch Griffel mit. So, King 4, mal gucken. Vierter Kampf jetzt. Letzter Kampf für dieses Video. Ey, was ein, was für Kämpfe. Sneebel. Nett. So, jetzt wird Zeit. Nimm das. Volltreffer. Was? Wow, 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 wow. Ich habe jetzt keine Zeit nachzugucken, aber warum hat dieses Sneebel überlebt? Ach so, wir machen, ach so, wir machen jetzt Eissplitter. Okay. Hat Sneebel Konzentrator als Fähigkeit? Ich bin echt irritiert. Oh mein Gott. Murkrow. Das ist wieder schneller als ich. Ja, da ich jetzt sowieso langsamer bin als das, ja, werde ich wohl Patronenhieb machen. Mal gucken, ich werde ein bisschen Schaden noch machen. Ja. Ach so. Ach. Sturzflug. Ey, Kopfstoß. Sturzflug. Käferbiss. Oh mein Gott. Ey, Leute. Ich weiß nicht mehr, was hier geht. So. Klick. Hoffentlich enttäuscht du mich jetzt nicht. Ey. Klick. Das macht Donnerwelle. Ey, ich glaub's nicht. Jetzt ist mein Klick ungefähr genauso brauchbar wie, keine Ahnung. Jedenfalls nicht mehr zu gebrauchen. Warum konnte Kramux immer schon Donnerwelle?
bin verwirrt. Ach so. Jetzt ma. Ah. Jetzt machen wir auch noch Delegator. Und jetzt trifft Klickdiskus. Wisst ihr, was ich meine? Klick. Hey! Du hast ein Pokémon besiegt. Hauptsache, Klick ist paralysiert und es trifft. So, Swirlix. Swirlix kann bestimmt Bauchtrommel. Swirlix kann... What? Swirlix kann Flammenwurf. Und es trifft wieder. Klick. Klick hat zwei Pokémon besiegt. Eine überraschende Wendung. Oh mein Gott. Was für eine überraschende Wendung im vierten und letzten Kampf dieses Videos. Ach, du Heilige. Ey. Boah. So, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.